Hier ist Taunus TV. Samstag, Region im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Taunus TV heute am Sonntagabend. Das ist, wie Sie sehen können, der dritte Advent und wir nutzen heute mal den Anlass, um auf die Themen der letzten Tage zurückzuschauen. Präsentieren Ihnen unsere Highlights, wie es auf dem Arbeitsmarkt, der Eisbahn und idealerweise auch vor Ihrer Haustür ausgesehen hat. Weihnachtszeit ist Einkaufszeit. Die konsumstarken Wochen des Weihnachtsgeschäfts machen schließlich bis zu 30% des Jahresumsatzes im Einzelhandel aus. Und trotz internationaler Krisen ist die Kauflaune ungebrochen. Basis hierfür war die Wirtschaftsentwicklung 2012, bei der sich der Raum Wiesbaden deutlich vom bundesdeutschen Durchschnitt abhob. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende, aber man muss insgesamt sagen, für den Region Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis, Hochheim, dass es ein gutes Jahr gewesen ist. Wenn wir die Wirtschaftskrise sehen, die Finanzkrise in Europa, die ist noch nicht ausgestanden. Von daher war es ein schwieriges Jahr, ganz schwierige Rahmenbedingungen. Unsere europäischen Nachbarn hatten, weiß Gott, viele Probleme, die auch durchgeschlagen sind auf die deutsche Wirtschaft. Aber wir haben uns erstaunlich robust gezeigt. Und das ist der Grund, warum man sagen muss, dass wir hier gut aufgestellt sind und dass die Unternehmen hier der hiesigen Region gut durch das Jahr gekommen sind. Einer repräsentativen Umfrage der IHK nachzuurteilen, bewerten 87% der regionalen Unternehmen ihre aktuelle Lage als gut oder befriedigend. Nur 22 dagegen blicken auch optimistisch ins Jahr 2013. Der Grund? Mangelnde Nachfrage im Inland und steigende Energie- und Rohstoffpreise. Also alles hängt natürlich schon davon ab, wie sich die europäische Schuldenkrise weiterentwickelt. Also es kommt natürlich jetzt darauf an, dass nicht noch weitere Staaten neben Griechenland hier in größere Schwierigkeiten kommen, sondern im Gegenteil, Griechenland muss sich weiter stabilisieren. Denn das Wichtigste, was die Unternehmen brauchen, ist ein Vertrauen in die Struktur. Und das wird langsam wieder zurückgewonnen, aber darauf kommt es jetzt letztlich auch an, dass man Vertrauen hat und deswegen auch investieren mag. Und dann erwarten wir hier in unserer Region fürs nächste Jahr ein Wachstum von einem guten Prozent. Und das ist nicht üppig, aber wie gesagt, im Vergleich zu unseren Nachbarländern, aber auch selbst im innerdeutschen Kontext, ist das nach wie vor Wachstum. Und insofern gehen wir schon davon aus, dass wir da auf diesem Pfad weiterhin gehen werden. Diese gemäßigte Entwicklungsprognose verdankt der Raum Wiesbaden seiner überwiegend mittelständischen Unternehmenslandschaft. Die wenigen Großunternehmen sind zudem weit weniger krisenanfällig als international exportierende Gewerbe. Also wir haben natürlich eine deutliche Delle gehabt, aber auch die Delle hat uns ja nicht so stark erwischt. Also die Lehman Brothers Krise, muss man sagen, ist in anderen Zweigen viel stärker durchgedrungen. Wir haben ja hier in Wiesbaden einen starken Versicherungsstandort, haben auch starke Banken, aber nicht diese Großbanken, die in dem Fall davon in der Tiefe betroffen gewesen wären. Was wir schon merken, ist, dass die Automobilzuliefererbranche gelitten hat. Also wir haben einzelne Teilbereiche, die das natürlich stark gemerkt haben. Aber den tiefen Einbruch, den haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt. Und das hat eben damit zu tun, dass die Wirtschaft hier so breit aufgestellt ist und nicht an einzelnen Teilsegmenten oder einzelnen starken Betrieben als solches ruht. Der regionale Arbeitsmarkt zeigte sich in Anbetracht dieser Umstände immerhin solide. Während die Arbeitslosigkeit zwar marginal stieg, sank zugleich die Zahl derjenigen, die durch Weiterbildungsmaßnahmen nicht in der Statistik erfasst wurden. Die Bundesagentur gibt auch eine weitere Zahl heraus, die nennt sich Unterbeschäftigung. Und das bedeutet Arbeitslosigkeit ohne arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einzurechnen. Das ist die etwas konjunktursensiblere Zahl und die bildet auch die Konjunkturentwicklung etwas besser ab. Und die Unterbeschäftigung ist zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Das nächste, was dafür spricht, ist, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei uns im Agenturbezirk auch gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr. Insofern ist die Erhöhung der Arbeitslosigkeit im Wesentlichen auf einen Rückgang der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in unserem Bezirk zurückzuführen. Im hessenweiten Durchschnitt liegt der Raum Rheingau-Taunus damit immerhin auf dem zweiten Platz mit einer Arbeitslosenquote von 4%. Eine Prognose für 2013 ist hier zwar nur schwer zu treffen, die langfristige Orientierung vieler Unternehmen auf den außereuropäischen Raum nährt jedoch die Hoffnung auf einen weiterhin stabilen Mittelstand. Jährlich im Dezember heißt es für Bad Schwalbach und seine Umgebung rauf aufs Glatteis. Die Tradition einer Schlittschuhbahn pflegt man hier bereits zum vierten Mal in Folge.
Für je einen Monat bieten die Veranstalter neben der offenen Eisfläche auch eine Eislaufschule für alle Altersklassen sowie Eissport und Spiele an. In diesem Jahr etwa das sogenannte Eisstockschießen. Finanziert wurde die Eisbahn bisher über große Sponsoren und die Eintrittsgelder. Um jedoch finanziell unabhängiger zu werden und vor allem die enormen Summen für die Miete einer Eisfläche nicht mehr tragen zu müssen, entstand die Idee, eine komplett eigene Eisbahn zu kaufen. Denn bisher wurde das notwendige Material jährlich angeliehen. Ganz nach dem Konzept der Schwarmfinanzierung sollten die nötigen Kosten auf zahlreiche kleine Einzelsponsoren aufgeteilt werden. Für je 100 Euro konnten und können Institutionen, aber auch Privatpersonen zu sogenannten Laufpaten werden. Das heißt, einen Quadratmeter der Eisfläche kaufen. Der Lohn dafür ist dann ein Saisonticket und das gute Gefühl, zum künftigen Erhalt der Eisfläche beigetragen zu haben. Wir haben gedacht, wir machen das über den Topf so und wollen alle Laufpaten zeigen. Und das machen wir jetzt, indem wir die Sponsorenwand, wo nur Namen draufstehen, keine Firmenembleme, feierlich runterreißen, runter das Ding. So, das ist also wie gesagt unsere Sponsorenwand. Seit dem 8. Dezember hat die überdachte Schlittschuhbahn in Bad Schwalbach nun wieder geöffnet. Rund 130 Sponsoren haben sich bisher in die Bahn eingekauft und damit Einnahmen in Höhe von 30.000 Euro generiert. Für die in den vergangenen Jahren so populäre Außenbahn hat es heuer zwar nicht mehr gereicht, im nächsten Jahr sollen jedoch die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Nach dem Willen der Veranstalter gerne auch in größeren Dimensionen. Nur damit alle, die noch kein Part oder das, also mit jedem Quadratmeter kriegen wir 50 Zentimeter Außenbahn, wenn sie 2 Meter breit wird. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, eine Außenbahn kann gebaut werden ums Kurhaus, was weiß ich, bis in die Unterstadt und sonst wohin. Noch bis zum 13. Januar 2013 ist die Bahn täglich für Gäste jeden Alters geöffnet. Für den Trägerverein steht jedoch jetzt schon fest, dass die Schwarmfinanzierung und damit auch das Projekt einer demokratischen Eisbahn ein voller Erfolg waren. Es ist schon eine lästige Arbeit. Bei Eis und Schnee raus vor die Tür und den Gehweg kehren. Wer Besitzer oder Mieter eines Grundstücks ist, kommt um diesen Aufwand nicht herum, denn der Gesetzgeber verlangt ausreichend begehbare Wege. Die sogenannte Streu- und Räumpflicht wird regional zwar unterschiedlich geregelt, im Normalfall beginnt sie aber um 7 Uhr morgens und reicht bis 8 Uhr am Abend. Also es ist generell so, die Räum- und Streupflicht liegt bei der Gemeinde. Diese kann das aber über eine Satzung an die Hauseigentümer bzw. die Nutzungsberechtigten, also Mieter, abgeben. Und jeder ist verpflichtet, den Bürgersteig vor seinem Haus zu räumen und zu streuen. Aber auch wenn kein Bürgersteig vorhanden ist, einen Gehweg in der Breite von 1,50 Meter herzustellen. Herzustellen heißt, den Weg so weit begehbar zu machen, dass der Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird. So jedenfalls formuliert es das Ordnungsamt der Gemeinde Hohenstein. Konkrete Richtlinien zum Vorgehen gibt es dabei nicht. Wer etwa kein Salz streuen möchte, kann auch mit Besen und Splitt oder Sand für mehr Grip auf den Wegen sorgen. Abwesenheit vom Grundstück, etwa bei Urlaub oder zu Arbeitszeiten, gilt übrigens nicht als Ausrede, egal wann am Tag es anfängt zu schneien. Man ist verpflichtet, wenn man es selbst nicht kann, einen anderen dazu zu bestellen oder aber einen professionellen Räumdienst zu engagieren. Es gibt die Möglichkeit, sich davon befreien zu lassen. Das setzt aber gewisse Kriterien voraus. Also bei Schwerstpflegebedürftigkeit, kein Geld vorhanden, um diesen Räumdienst zu zahlen, dann muss man da auch mal drüber hinwegsehen können. Also wenn was passieren sollte, es ist nicht geräumt, dann sind Sie persönlich dafür haftbar. Beziehungsweise der Hauseigentümer oder der Nutzungsberechtigte. Dafür gibt es aber die Privathaftpflicht oder eine Haus- und Hofhaftpflicht, die das Ganze dann im Schadensfall abdecken würde. Diese Haftung besteht übrigens nicht nur vor, sondern auch auf dem Grundstück. Kommt etwa ein Postbote bei der Zustellung auf einer glatten Veranda zu Schaden, kann dieser privatrechtlich klagen. Aber auch ohne Unfall kann ein nicht gestreuter Gehweg schnell teuer werden. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. In der Regel haben die Kommunen Straßenreinigungssatzungen, in denen auch die Räum- und Streupflicht geregelt ist. Und da gibt es dann auch den Paragrafen, der die Ordnungswidrigkeiten regelt. Und es geht zum Beispiel für uns in Hohenstein bis 2.000 Euro.
Geld, das in Anbetracht des anstehenden Weihnachtsfestes sicher besser investiert werden kann. Trotzdem gehen in der Gemeinde Hohenstein fast täglich Beschwerden über zu schlecht geräumte Wege ein. Bisher gab es zwar noch keinerlei Zwischenfälle, doch der Winter ist auch erst am Anfang. Wir kommen jetzt erstmal zu unserem Adventskalender und die Ziehung des Gewinners von gestern, die gibt's morgen, aber was es heute zu gewinnen gibt, das sehen Sie jetzt. Der Taunus TV Adventskalender. Hinter dem heutigen Adventskalendertürchen verbirgt sich ein individuelles Trainingsprogramm mit Vitalität und Gesundheit zur Traumfigur. Simply Train Taunusstein. Das heutige Lösungswort lautet Training. Einsendung des Lösungswortes per Mail an redaktion@hessen-tv.eu. Auf Facebook liken, teilen und das Lösungswort in das Kommentarfeld schreiben. Teilnahme ab 18 Jahren, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Taunus TV Adventskalender. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Mitmachen. Das war es erstmal von uns für heute Abend. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, Ihr Andreas Abt für Taunus TV. Taunus ganz nah. Taunus ganz nah. In Kürze täglich.